Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners zusammen mit. André, Und wir verkosten heute. den Talisker aus der Game of Thrones Serie. Ich weiß gar nicht den Namen. Genau. House Greyjoy. Ich kenne Ja, mich aber leider überhaupt nicht mit Game of Thrones aus. ich auch nicht. Wir Leider. konzentrieren uns ganz bewusst auf Whisky heute, ja? Genau. Sehr gut. Select Reserve 45,8%, wie immer, auch um die 50 Euro. Man kriegt es langsam aber sicher billiger. Also die ganzen Leute wollen ihre Bestände weghaben. Und das war Whisky Base Nummer 124497. Also, was hast du davon gehalten, von dieser ganzen Hype mit der Game of Thrones Serie überhaupt? War das eine taktische, kluge Geschichte von Diageo oder war das, was soll das überhaupt? Ja, du kannst als Person oder du kannst auch als Unternehmer reden jetzt hier, ja? Ja, nein, also es ist gut und schlecht. Der Genießer würde jetzt sagen, ja, komm, Firlefanz hier, was soll das so? Auf der anderen Seite, es ist ein schönes Verkaufsargument, sage ich mal, es ist eine schöne Sammlerflasche, wenn man so will. Ist ein bisschen komisch gelaufen, würde ich jetzt sagen, dass erst alles so mega limitiert worden ist, dann jetzt massenhaft verfügbar ist. Gut, aber was, sage ich mal, sowas nicht schlecht ist, ist, solche Flaschen holen halt auch Leute mal mit ins Whisky-Schiff, die vorher kein Whisky probiert haben oder gesagt haben, das ist nichts für mich, oder die haben nur Jack Daniels probiert oder ja, und haben dann gesagt, nee, Whisky ist nichts für mich Red und Label, Johnny Walker, maybe. was auch immer, aber jetzt Ja. probieren sie halt mal was Ja. anderes und das belebt doch die Szene. Das Absolut. Am Anfang habe ich auch ein bisschen gedacht, Mensch, was soll das Ganze, bis ich überhaupt gecheckt habe. Also gerade eben die neuen Leute reinzuziehen, die neue Generation, diese Millennials, die ich unterrichte jeden Tag, die haben schon was davon immer wieder mal gehört. Und das ist gut, denn die kommen und wachsen danach. Und das ist eine schöne, schöne Sache. Nun, ich habe diese Whisky bisher nur einmal im Glas gehabt, denn das war während meiner Miguel Talisker Blind Challenge. Ich hatte 11 verschiedene Sachen hier. Und der hat tatsächlich Platz 2 oder 3 bekommen. Er hat echt einen 25er, einen 30er geschlagen. Der hat alles, was Sky oder Zähne oder sonst irgendwas. Ich war mega, einfach mal begeistert davon, was das war. Also von daher, ich freue mich, dass ich da das heute mit dir testen darf. André, Ja. nicht alle Leute kennen dich. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, André, ehemals Sample-Schnüffler vor 2, 3 Jahren oder Genau, hat einen so. YouTube-Channel mal gehabt, nicht mehr, weil er in die Industrie gewechselt wurde. Genau, hat auch einen Grund, dass ich dann aufgehört habe. Was weiß ich, wenn ich da unsere Marken, die ich jetzt verkaufe, Kann man probiert das habe. lesen hier? Nee, also Kirschwhisky oder Kirsch und Port heißt das jetzt, ja. Genau, so. Ich habe da halt mit aufgehört, weil ich kann nicht sagen, okay, den und den Signaturi. Ja, fand ich jetzt nicht so prall oder langweilig oder irgendwas so und den nächsten Tag gehe ich zur Arbeit. Macht aber genauso wenig Sinn, dass ich jede Abfüllung über den grünen Klee lobe. Das ist dann auch unglaubwürdig. So, ne, deswegen war der erste Gedankengang, okay, machst du nur noch andere Sachen, die wir halt nicht importieren. So, aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, wenn ich davon jetzt irgendwas schlecht finde, erstens, ich stehe das nächste Mal auf der Messe und da sieht mich vielleicht der Importeur und denkt sich, du. So, oder. Erlebe ich immer wieder übrigens. Auch oder. meine Flop-Liste kommt nicht gut an bei unserer Produzenten da Nee, sag ich draußen. mal so, aber das macht es dann halt auch authentisch. So, und ja, andere Sache wäre, selbst wenn die mich dann nicht anflaumen oder so, kann ja sogar sein, dass sie mich noch bestechen. Hier hast du eine Flasche, ne, der nächste wird gut oder was weiß ich. Keine Ahnung. Schlimm wäre es halt, wenn sie sich halt, was weiß ich, bei meinem Chef beschweren und sagen: Hier, du hast den angestiftet, schlecht über unsere Marken zu reden oder irgendwas. Deswegen komm, lass bleiben. Und fertig. Super, also von daher, wir drehen heute Abend einen Livestream zusammen und statt irgendwie dich einzuloggen, hast du einfach gesagt, wir sind auch ein bisschen Freunde geworden über die Jahre und hat mich besucht und übernachtet hier und wir drehen einfach mal 2 Filis vorher. Dankeschön. Ich war ja schon mal hier. Also Ja, nicht aber nicht hier. hier, du warst in Legedorf, das ist Schleswig-Holstein, hast du mich auch schon mal besucht. Er Genau. war einer meiner Teilnehmer bei meiner, ich glaube, ich vierte oder fünfte Whisky-Verkostung bei mir zu Hause sogar. Da sind schon 20 danach passiert im Grunde. Deutscher Whisky war das. Ja, oh, manche war ganz am Anfang. Oh, das kam gar nicht gut an, das weiß ich noch. Ich habe Irish Whisky und deutscher Whisky. Bourbon kam auch nicht an. Rye kam noch schlechter an, aber ich mag fast nur noch Scotch, wenn ich Ja. meine Verkostung. Oder ab und zu mal Irish, ja. Also, gut, wir sind beim Scotch, wir sind bei Talisker. Warst du schon mal da? Warst du schon mal auf Skye? Nein. Ich auch nicht. Ich bin dran vorbeigefahren quasi, aber Kann man an der Insel vorbeifahren? Also ja, Abbieger links und dann wups. ein paar Mal in Schottland gewesen und Ja. halt auch Termine gehabt, auch Ja. teilweise geschäftlich so. Und dann bist du halt eingebunden hier und da kann man mal eine Brennerei Ja. zwischenwerfen, Ja. so. Aber
Ja. Ich glaube, auf Isle of Skye ist das einfach Zwischenwerfen nicht so einfach. Nee, das also ist schon ein etwas längerer Umweg. Da, genau, ja? genau. Gut, Diageo-Produkt, das war alles von Game of Thrones. Gefärbt ist auch alles hier. Also man könnte auch sagen, was für eine tolle Farbe. Ja, Sucre Couleur ist da drin ganz gut. Wir haben immer der Standard 45,8%. Und wir werden das heute auch vergleichen mit etwas. Also diese Dose kommt einfach mal ganz kurz weg. Weil wir halt eben einfach mal, du hast entschieden, wir werden den Sky nehmen, ja? Genau. Also ich habe vergessen zu erwähnen, wir hätten einen 18er nehmen können, auch damit zu vergleichen, aber... Du hast hier alles stehen. Ich habe alles im Talisker momentan stehen. Also und was weiß ich habe alles hier, was man... Ich habe Distillers Edition, also wenn man 11 verschiedene Dinge miteinander vergleicht, dann hat man alles. Das ist ein Vertical Tasting auf Englisch und da habe ich einfach mal gesagt, ich will mich mit Talisker sich beschäftigen, denn ich arbeite meinen Weg Richtung Eile. Ich bin noch ein bisschen unterwegs denn da. So, wir fangen erst einmal an mit unserer Select Reserve House Greyjoy vom Talisker. Was hast du? Erzähl mal du. Also hier, das war Schnüfflers Trick. Er hat immer so gemacht. Ja, bewegt das Glas und nicht den Whisky. Ja, genau, das, weil man, was tut man damit? Man wirbelt die Alkohole halt nicht so extrem. Genau, auf. Und man beschichtet den Glas, damit man noch mehr... Genau. Auch Gerüche. Oh, der wurde süß dadurch. Fand ich. Also vorher habe ich nur Rauch und dann hier habe ich mehr so. Ja, gut, leichten Rauch hat er schon, ja. Aber ja, dann wurde Fall. Er richtig süß. Auf jeden Fall hat er Rauch. Wow, also der gefällt mir echt gut. Also der Kleinisch, also gefällt mir am besten von der Game of Thrones Serie bisher. Ja. Weil ich kriege sonst nie eine Fassstärke von Kleinisch. Es sei denn, ich gehe zu Signatory Vintage und bezahle 120 plus Euro. Und der ist zwar jung, aber der war trotzdem für seinen Preis richtig angenehm, fand ich. Und der zweitbeste von der Reihe fand ich bisher Talisker. Also der okay. auch ein bisschen anders war und irgendwie mir ganz genau eben einfach meine Beuteschema war. Ja. Ja. Und du hast süß, du hast Rauch, was noch? Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel mehr habe ich gar nicht. Okay, gut. Ich habe vielleicht noch eine kleine Kokosnussnote oder irgendwie sowas. Okay. Oh, yeah. Sobald du sagst, klick, ja, habe ich auch ein bisschen, ja. So, halt ein bisschen Rauch. Noch habe ich diesen typischen Talisker-Pfeffer nicht. Wenn ich jetzt drüber rede, bilde ich es mir auch ein natürlich. So, okay, dann habe ich es. Also ich suche auch nur danach. Und wenn man sich dann schon selber vors geistige Auge holt. Dann wenn ich schnell einatme, kriege ich den. Aber wenn ich nur leicht, nee, da ist die Süße, was das überwiegt. Und allein, ja. Ja, aber süß. Und ich würde das hier in so eine, ja... Doch irgendwie so schokoladig, Nougat, ja. Karamell, irgendwie so eine Karamell. Geh mal zu Sky rüber. Bist du schon? Nee. So. Der kommt ja nicht gegen an, würde ich sagen. Nee, also wirklich gar nicht. Also die Süße und der leichte Rauchnote ist so schön integriert. Und ich habe hier sogar ein bisschen Muffiges gehabt fast. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber... Er ist einfach leichter. Man hat mehr Zitrusfrüchte. Okay, so Zitrus, okay, ja. So, ja, Limone, Zitronengras, ja. Irgendwie ein bisschen was ja, floral ist eigentlich schon zu viel gesagt, aber irgendwie so in diese Richtung. Ja, leichter und zitruslastiger auf jeden Fall. Der andere ist auch bekömmlicher. Ist wirklich für Anfänger wirklich, damit kann man mit Honig kann man Fliegen fangen. Und hier bei Talisker Sky, glaube ich, hast du wenig Honigmonoten, aber hier hast du viel. Und gerade für die Einsteiger ist das wahrscheinlich genau richtig. Vielleicht auch deshalb ist es bei mir relativ hoch auch in meine Blind Challenge da gelandet. Der Sky wurde ja eigentlich ins Leben gerufen, damit der im Einzelhandel stehen kann und der 10-Jährige, damit er die Bestände geschont werden. Ja. So, und dass der Sky halt ja, sag ich mal, so in die Supermärkte kommt und sowas alles und der 10er da verschwindet, aber davon habe ich bisher leider noch nicht viel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der 10 ist immer noch gut erhältlich. Ist immer noch überall. Ja. Naja, Diageo hat das, wahrscheinlich hat Diageo schon ein kleines bisschen der Bestand geschont, ihr Lagerbestand, aber die haben dadurch ein zweites oder drittes oder 12. Produkt auch auf den Markt reingeworfen und das ist nie schlecht. Schau mal Coca-Cola, wie viele verschiedene Varianten hat man jetzt hier von Pepsi, Coca-Cola und so weiter und dafür verschwindet nichts anderes denn da, ja? Das ist halt die Sache, die Leute beklagen halt immer, dass es dann, ja, würde es nur einen Talisker geben, dann würden alle den kaufen, den Sky erstmal wegen dann den 10er für den Fachhandel und der Rest sollte geschont werden, damit wir später mal alten Whisky haben und da nicht gesagt werden kann, okay, wir haben keine Bestände, deswegen ist das so teuer. Okay. Aber ja, interessiert letzten Endes glaube ich sowieso nicht. Also ich steige schon ein bei Talisker Select Reserve.
probier mal 45,8%. Um die 50 Euro. Natürlich kriegt man ein bisschen billiger, wenn man irgendwo anders schaut, aber. Ich finde den schön ausbalanciert. Und ja. Süß bis zum Alkohol, bis hin zu Honig und auch ein kleines bisschen Holz da drin. Also richtig ein Paket. Im ersten Moment ist er doch schon kräftig rauchig, würde ich sagen. Okay. Ich unterbreche hier kurz die Sendung. Kräftig rauche ich nicht. Rauche ich ja. Rauche ich ja. Okay, gut. Also kein Artback so. Nein, also wenn ich das Wort kräftig rauchig höre, weiß ich genau, was ich im Kopf habe. Das ist das nicht. Das ist schon. Nein, das stimmt. Das ist leicht bis mittel rauchig, ja? Genau, so, aber es ist halt. Rauch ist deutlich wahrnehmbar. Ja, sagen wir es so, sagen wir es so, genau. So, und wenn das verschwindet, finde ich es. Interessant, dass ich dich da korrigieren soll wegen stark rauchig. Am Anfang hätte ich gesagt, oh nein, ich kann das nicht haben. Jetzt ist es lecker. Ah, nee, das ist gerade auch nicht so viel PPM jetzt wie jetzt Artback oder so. Ich glaube, die sind bei 25, 35 irgendwo da. Ich würde das auch sagen, wobei St. Killian ist auch schon bei 35. Das würde ich sagen, ist mehr Rauch. Ich glaube, das variiert bei St. Killian. Ne? Okay. Mal haben die auch gar keinen Rauch dabei. Oh gut, die haben zwei verschiedene Batches. Die haben einmal im Sommer wird Rauch gemacht und im Winter wird dann nicht rauchig gemacht. Theoretisch können sie auch Fässer mixen. Ja. So, ja, also weiß man, die muss man wahrscheinlich genau lesen dann. Ja. ja, nee, aber nicht verkehrt. Nee, ich finde ihn lecker. So, ist halt die Sache, ob der unbedarfte Game of Thrones-Gucker mit dem Rauch jetzt auch klarkommt. Ja gut, es gab auch Lagavulin da drin, ja, es gab ein paar andere Sachen. Also ja, Lagavulin habe ich auch noch nicht probiert, muss ich auch noch mal irgendwann mal im Glas kriegen. Wir gehen rüber zu Sky, ja? Einfach mal zum direkten Vergleich. Einen Moment, ausspülen. Ne, muffig habe ich nicht mehr, aber da ist eine Note da drin, der, ich sag Moorleiche. Also es ist wirklich nicht eine schöne Note. Was machst du in deiner Freizeit? Wenn ihr mich in Zukunft nicht wieder seht, ja, dann weißt du, wo du ihn finden kannst. Ja, ja. Also wir waren mal im Norden, wir haben eine Freizeitheim mal gebucht und wir sind durch ein Moor durchgelaufen. Okay. Und da in diesem Moment diesen Moorgeruch. Vergiss mal Leiche. Moorgeruch hatte ich hier ein bisschen gehabt, ja? Bockoak. Ja, genau. Ja, genau. Wenn wir dahin gehen, ja. Habe ich mehr als denn hier habe ich einfach süßer Honig, Rauch, also. Hm. Ja. Okay, was hast du? Also gib du besser gesagt deine also ich finde die Tasting Notes. Game of Thrones Edition finde ich auf jeden Fall besser, finde ich voller. Mhm. Der hier wird jetzt ein bisschen ja zu weich eigentlich dafür oder zu weich ist auch nicht das richtige Wort irgendwie. Es ist ja auch schon rauchig, ein bisschen würzig so, aber es ist könnte ausgefüllter sein. Ja. Und ich erwarte auch etwas, was spritziger ist. Also meine Geschmacksnerven werden wahrscheinlich gleich sagen, du Junge. Also der hat nicht so viel diese subtraktive Reifung, dass der Alkohol ein bisschen weniger scharf wird. Hier erwarte ich bei Sky auch in der Nase schon, dass das ein bisschen mehr Uff gibt. Okay, cheers. Nehmen wir mal. Du hast vorhin Zitrus erwähnt. Mhm. Den habe ich jetzt. Eindeutig mehr. Kommt also auch deutlicher. Ich habe so eine, was bei dem Game of Thrones eher noch so richtig süß und vanillig und sowas war, ist jetzt eher so ein, wie so ein Butterkeks. Okay, ja. Also es ist immer noch. Aber mit Zitronen, nicht Glasur, aber ein bisschen Zitrussaft fast da drauf, ja? Ja. Grapefruit ist aber Zitrus ist es eher. Nicht so schlecht, wie ich es im Kopf hatte. Besser, als ich erwartet habe. Dennoch, der Talisker Select Reserve ist für mich wesentlich gefälliger, wesentlich runder, wesentlich schöner auch dann da zu haben. Ja. Aber kostet fast 10, 15 Euro mehr. Wäre mir die Sache wert, ganz ehrlich. Okay, ja. Wäre mir die Sache wert. Talisker Sky ist ein bisschen Supermarket-Whisky für dich, ja? Also sag ich mal so, man kann streiten, ob es jetzt gut ist oder schlecht, dass man so ein Whisky auf den Markt bringt. So, man kann sagen, okay, den Genießern werden jetzt nicht so viele Fässer genommen, so, aber andererseits ist doch, die nehmen so viele. ist halt die Sache, so, ja. Aber
okay, gib den Einsteigern was. Ich würde auch sagen, er ist massenkonformer irgendwie. So. Und da würde ich jetzt sagen, wenn ich an Talisker denke, wenn ich einen Talisker trinken möchte, dann will ich schon, dass der so ein bisschen Ecken und Kanten hat, dass der würzig ist, dass der nicht so... Bisschen pfeffrig auch ist. Mhm. Genau, so. Und das ist auch das, was Talisker für mich zumindest ausmacht. Ja. Das hat der weniger als andere. Okay, super. Also der ist tatsächlich billiger, aus um die 10, 15 Euro, als denn der Game of Thrones. Vergiss nicht, Lizenzgebühren Richtung HBO denn da. Und Game of Thrones muss man auch immer abdrucken denn dafür. Ja, also mein eindeutiger Gewinner ist hier diese Talisker Select Reserve House Greyjoy. Ich bin bei einem, oh wow, ich gebe nicht unbedingt gerne ein 2-, aber ich bin bei einem 2- hier. Also, wo bist du? Okay. Ich fand den richtig gut. Also, ich neige fast sogar noch einen Hauch höher zu gehen. Also, das ist absolut irgendwie mein Beuteschema, ja? Okay. Also, ich fange mit dem Sky an. Den finde ich nicht so toll, wie gesagt, für ein Talisker. Könnte noch ein bisschen länger im Fass bleiben, meiner Meinung nach. Oder vielleicht irgendwie ein anderes Fass oder was auch immer. den würde ich bei, ja, meinetwegen 79, 80 irgendwie so einstufen. Also das ist auch für mich eher 3-3-, ja. 3-3 zu hart, 3. Ein 3 Whisky. Und der Game of Thrones ist schwer zu sagen. Also eigentlich ist es schön trinkbar, auch so 83, 84 Punkte. Ja, okay. Aber okay, ja. Gleichzeitig muss ich sagen, ich würde, glaube ich, eher den 10-Jährigen kaufen. Okay. Oder noch weiter drauflegen und die Distillers Edition. Bist du so frech? Kannst du die 10 rausholen hier gleich? Also wir können den einfach mal weghauen. Und ich schau mal, das, was ich am liebsten mache. Die Leute sagen, ich würde am liebsten den 10-Jährigen haben. Und ich sage, okay, gut, puff. Ich sage, ja, aber dein Gedächtnis stimmt nicht immer. Und das ist mein Problem, dass mein Gedächtnis nicht immer stimmt. Tatsächlich, du hast die Gläser da unten. Okay. Und das hilft einfach mal zu sagen, okay, ich habe die Whiskys da, probier mal. Du musst nicht jeden Abend jetzt hier 3 miteinander vergleichen, aber wenn man die hat, kann man das ein- oder zweimal machen. Dann weiß man, was man tatsächlich dann einfach mal hat. Eine ziemlich neue Flasche, ein bisschen ist schon raus, aber nicht viel, sodass man auch sagen kann, Mensch, das ist ungefähr die optimale Bestimmung, um genau eben diese Whisky verkosten zu können. Und jetzt gehen wir hier zu 10-Jährigen. Vanilliger. Was hast du? Ja, auch süßer, aber auch deutlich würziger. Ja, ja. Voller einfach. Voller, auch ja. Hier ist Honig und hier ist leichte Puderzucker mehr da drin. Nur ein bisschen. Also, als ob ein Kaffee wäre, dann du bist ein. Puderzucker ist gar nicht schlecht. Ja, ja. Genau. Nicht richtiges Zucker, sondern ein bisschen Puderzucker umlaufen. Und das schmeckt ein bisschen anders, ja? Okay. Also nochmal hier aufspülen. Und unser Video in der Länge bringen jetzt hier, ja. Also es gibt der Whisky Evening, der André. Unter 25 Minuten läuft bei ihm so wie gar nichts. Aber ich mag das sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei mir merke ich auch, häufig ist es 15 bis 20 Minuten auch mittlerweile geworden. Man muss mal wissen, ob man den Leuten gern zuhört oder nicht. Ich höre André gern zu, ja. Ich denke mal, das ist aber auch Nasenfaktor, sage ich manchmal. Ich höre sowas gerne, auch wie André zum Beispiel oder den Peter. Whisky Turntable, Peter. Genau, so das ist für mich Podcast. Ja. So, genau. No offense, wie ihr aussieht oder was ihr macht oder aufseht oder man Studio. Kann was anders machen und das einfach im Hintergrund laufen lassen. Genau, ja, mache ich auch so immer. Ja, ich gern zu und dann ja, wunderbar. Ich mach den Zähnen nicht. Ich nicht? Ne? Nee. Also ich weiß noch, dass er auch bei meiner Verkostung hier blind, der landet auf Platz 9. Also ich dachte, oh, alle schwärmen von der 10. Ich weiß nicht, irgendwie drückt er eine Säurenote da drin jetzt. Der Puderzucker ist gänzlich weg für mich. Okay. Also vorher war ein bisschen von leichtes Zitron, aber jetzt habe ich eine schwere Fass an Pamplemousse, so ein Grapefruit Fass. Und ich hätte lieber einen Talisker, der ein bisschen süßer wurde. Also so bin ich, okay. Ja, nee, also ich finde den doch tatsächlich am besten jetzt von den dreien. Oh, okay. Aber, nee, oh, wow. Aber das ist, sage ich mal so, das ist jetzt nicht, weil... Konditionierung. Nee, das ist nicht, weil er jetzt ein Alter oder irgendwas hat. So, nee, also aber das, was du kennst, das ist der Standard für dich gewesen, mal immer. Mag sein, dass es so ist. Mag sein, dass es so ist, ja. Für mich der 18. ist mein Standard, wo ich sage, lecker. Und alles darunter oder darüber ist einfach mal so. Auch nett. Ich habe aber tatsächlich die älteren, 21-Jährigen, 25-Jährigen, 30-Jährigen habe ich auch probiert. Ja.
Gib mir nichts. Nee. Also, was heißt, gib mir nichts? Das sind schöne Whiskys, kann man okay. sich, ist auch ein Highlight, das mal zu probieren. Ja. Aber gleiches gilt da auch, das, was ich von Talisker erwarte, da erwarte ich halt was Ruppiges. Ja, okay, ja, vielleicht ist es zu ruppig für mich, das ist das. Ein bisschen kantig ist der schon, ja. Ja, also. Ja. Und da bin ich wahrscheinlich eher süßengefällig unterwegs und das war für mich das Select Reserve. Ja, interessant, interessant. Schön, freut mich, dass dein Gedächtnis dich da nicht am Stich gelassen hat, sondern das ist genau das Richtige. Nun, Geld ist kein Faktor. Welche Talisker nimmst du? Eine davon. Was ist dein Lieblingstalisker von allen? Also, ist das der 10er? Nee, Distillers Edition, denke ich. Distillers Edition, Man kann jetzt irgendwelche Single Casts nehmen von... Ja, ja, klar. So, okay, aber... Ja, so viele Talisker Single Casks kenne ich nicht. Die sind schon selten, oder? Ja, ja. Ja? Gab es früher ein paar Mal. Gab früher, okay, ja, aber, ist schon länger dabei. Ja. Aber Talisker Single Cask, muss ich ehrlich sagen, nee. Also mir auf dem Schirm ist da nichts. Okay, gut. Gibt schon wo denn wird Distillers Edition gereift? Das habe ich vergessen. Das war Amoroso Sherry, bin ich der Meinung. Okay, muss ich mich auch damit mehr beschäftigen, ja. Sehr, sehr gut. Also, der 18-Jährige ist für mich ein Traum. Danach kommt tatsächlich bald danach hier, denn Talisker Select Reserve, wahrscheinlich, weil das so süß ist. Und der Sky gefällt mir besser als der 10. Sorry, Leute, so ist das. Die Stillers Edition Fassstärke, das wäre... Das wäre stimmt, okay. Das wäre schon Bombe, oder? Ja, aber da könnte Diageo... generell richtig viele Sachen machen. Ja. Generell mal alle Distillers Editions einfach in Fassstärke rausbringen. Oder, was auch sehr gut wäre, es gibt jedes Jahr Lagavulin SPX. Und was so, weiß ich, Special Reserve, also Talisker so, ist Fassstärke, ja. Ja, Talisker ist dann halt Amoroso und die haben ja alle ihre verschiedenen Finish. Mhm, so Moscatel, Var, Kalila und so weiter und so fort. Dass die da einfach mal die Fassart change. Ändert. Okay. So, das mal Lagavulin ist mal Amoroso, mal Moscatel. Hört ihr Diageo bestimmt nicht? Niemand, Diageo, niemand von Diageo schaut hier zu. Das habe ich aber vor 3 Jahren schon gepredigt. Okay, Sie haben es nicht gehört. Also vielleicht bei mir, also diese Tipp gebe ich weiter. Ich spreche mit ein paar Vertreter von Diageo jetzt hier in der nächsten Zeit. Ich habe jemanden vor Ort, der sogar für Diageo hier arbeitet. Sascha, wir reden miteinander, ja? Also du kannst deinen Boss und deinen Boss-Boss und deinen Boss-Boss-Boss-Boss-Boss erzählen. Dass Whiskey Jason will unbedingt, dass der Distillers Edition hier zusammen mit André, dass das sich wechselt mit den Fässern. Das wäre was Gutes, ja. Und mal Fassstärken. Und mal Fassstärken. Die machen Fassstärken bei Special Reserve, dachte ich. Die Special Releases, da ist ja, auch Special Releases, aber die sind unbezahlbar oft. Kommt halt drauf an. Der Lagavulin ist jedes Jahr dabei, so, okay. Das sind der 12-Jährige und hier und da gibt es immer was anderes, was auch mal ganz nett ist, dass man mal einen Oben oder was weiß ich. Ja. Oder Kragenmoor oder was auch immer. Genau, dass man auch mal eine Fassstärke hat, aber okay. Okay. Whiskey Jason hier. Auch die Frage, schreibt unten in die Kommentare, welche Talisker euch am besten gefällt. Also vielen Dank, dass ihr zuschaut. Liken, abonnieren, falls noch nicht. Anderen erzählen von dieser Frucht der Amerikaner, der ab und zu mal auch Gäste dabei hat. Zum Beispiel jeden Sonntagabend um 21 Uhr. Sonst sieht er mich immer um 17.30 Uhr hier. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.